Willkommen zurück zu Let's Play Pokémon Perl und wir sind auf dem Weg zur Siegesstraße. Vorher müssen wir noch einige Gegner schlagen, unter anderem auch diesen Gegner hier oben. Er möchte einen Kampf, den soll er bekommen. Ich habe mich entschieden, kann ich dich bezwingen, gehe ich zur Pokémon Liga. Ja, dann machen wir das doch so, wenn ich gewinne, dann gehe ich zur Pokémon Liga und wenn du gewinnst, dann gehst du zur Pokémon Liga. Ist das ein Plan? Barmelin auf Level 41. Wir spielen Semmo. Ich wollte erst sagen, in den Angriffsmodus. Falsches Spiel. So, Konfusion. Mal gucken, wie weit wir damit kommen. Bis zur Hälfte. Das war es dann sicherlich für Meditalis. Das wird er wohl nicht überleben. Doch, das überlebt er, aber er ist nun in einem Strudel gefangen und das kann natürlich gefährlich werden. Und das reicht aus, um Meditalis zu bezwingen. Klar doch. Luxra schläft? Okay. Dann entscheiden wir uns für Shelterra. Natürlich, Shelterra ist schon auf Level 44, aber in diesem Fall müssen wir ihn nehmen, weil ich will da auch nicht Luxra einsetzen, der gerade schläft. Den müssen wir irgendwie aufwecken. Weiß gar nicht, ob wir dafür die passende Medizin dabei haben. Ein Volltreffer von Barmelin. Aber hier kommt Rasierblatt und dann sollte sich die ganze Sache erledigt haben. Gehe ich mal von aus. So ist es. Klasse. Das ist sehr effektiv. Und somit kommt das nächste Pokémon. Und das ist... Fragezeichen. Ein Tentoxer. Wieder einmal... Jedes Pokémon, also jedes wilde Pokémon hier ist scheinbar ein Tentoxer und auch in Trainerkämpfen wird dieses Pokémon sehr gerne benutzt. Es setzt sogar Barriere jetzt ein und verstärkt die Verteidigung. Aber hier kommt Rasierblatt und diese ganze Sache ist sehr effektiv. Mal gucken. Oh, das zieht nicht so viel ab und es war nicht so effektiv. Warte, Tentoxer... War das? Das ist auf jeden Fall Wasser. Und was kommt noch dazu? Wasser und Gift? Kann das sein? Hier kommt aber erstmal Erdbeben. Ich glaube Wasser und Gift, aber ich bin mir nicht sicher. Doch, er kann ja Giftattacken, glaube ich, einsetzen. Oder war das Boden? Wasser, Boden? Nee, glaube ich nicht. Okay, gut. Wir haben einige Erfahrungspunkte erhalten. 1800. Das ist schmächtig und prächtig. Somit gehe ich wohl zur Pokémon Liga. Würde ich mal so sagen. Und wir werden angegriffen, obwohl wir noch den Topschutz aktiv haben. Level 42. Hier kommt Romcoaster. Romcoaster darf ich hier natürlich nicht an der ersten Stelle lassen. Wie verrückt bin ich denn? Flucht. Geht durch Romcoaster ganz einfach, denn Galoppa besitzt ja die Fähigkeit Angsthase und kann somit leichter flüchten. Wir setzen Shelterra an die erste Stelle. Haben wir schon gegen dich gekämpft? Ja, ich bin so müde, aber ich muss das hier noch fertig machen. Welches Video war das? Fragezeichen. Gibt's auch bei YouTube. Ich gebe einen Tipp. Koka, ich bin müde vom Schwimmen. Ich bin so müde vom Schwimmen. Also lasse ich mich treiben und ruhe so etwas aus. Und mein Taschenrechner hat noch nicht mal ein Pluszeichen. Gut, weiter geht's. Noch ein Tentoxer. Diesmal auf Level 45. Was ist das denn, bitteschön? Alter Schwede. Nicht von schlechten Eltern. Krasse Geschichte. Barriere. Warte, Rasierblatt hat er nicht so viel gebracht. Warum setze ich das denn überhaupt ein? Ich Vollidiot. Ich Idiot. Ich bin ein Idiot. Jetzt kommt aber eine gute Attacke und zwar Erdbeben. Klar, Rasierblatt ist auch gut, aber hier scheinbar gegen Tentoxer nicht so.
Und das müssen wir akzeptieren. Tun wir auch. Erdbeben. Die logische Konsequenz. Zieht allerdings nicht alles ab. Ich würde es einfach nochmal mit Rasierblatt probieren. Und dann sollte das eigentlich ausreichen. Zumindest hoffe ich das. Ja, ihr seid Zeuge. Oh, das reicht nicht aus. Das reicht nicht aus. Noch einmal Barriere. Aber jetzt sollten wir Tentox auf jeden Fall besiegt haben. Jetzt sollte das klappen. Wir haben ihn besiegt. Beziehungsweise wir haben sie besiegt. Denn es war ja ein weibliches Pokémon. Gibt sehr viele Erfahrungspunkte. Und hier ist so eine Art Zwischenstation. Und der da will kämpfen. Was auch sonst. Ich kam hierher, um die Pokémon-Liga mit eigenen Augen zu sehen. Möchtest du die auch besiegen oder wie sieht's aus? Pilipa. Das könnte schwierig werden. Level 38, ja gut. Mit Shelterra kann es auf jeden Fall schwer werden. Wir müssen zusehen, dass Luxtra wieder einsatzfähig ist. Ich gehe mal davon aus, dass Shelterra jetzt besiegt wird. Luxtra soll aufwachen und... Das wird er auch leicht. Wir haben großes Glück gehabt. Oder vielleicht auch ein bisschen Pech, weil Pilipa verstärkt seine Verteidigung. Aber Shelterra wurde noch nicht besiegt. Jetzt können wir es mal mit, wenn ich die richtige Taste gerade finde. Was ist denn hier los? Ach, hier. So, probieren wir es nochmal mit Rasierblatt. Klar, ist ein Flug-Pokémon, sollte glaube ich nicht so viel abziehen. Aber er hat zudem ja auch noch Wasser als Fähigkeit. Und als Typ. Wasser ist ja keine Fähigkeit, sondern ja eine Eigenschaft oder ein Typ. Bei Yu-Gi-Oh! Ist Wasser eine Eigenschaft. Bei Pokémon ist Wasser ein Typ. Und bei Yu-Gi-Oh! Heißt es ja dann Typ. Aqua, Fisch ist ja nochmal alles unterteilt. Es gibt aber auch Wasserkrieger oder so. Ist ja alles möglich. Zum Beispiel Elementarheld Ozean. Warte, nein, Ozean ist Aqua, ne? Ozean Aqua? Weiß ich gar nicht. Ich glaube schon. Wasserkrieger haben wir bestimmt irgendwie. Irgendwo, irgendwann. So, dann geht's weiter mit Luxtra. Hier kommt Luxtra. Und mit Funkensprung sollten wir jetzt eigentlich recht weit kommen. Das sollte nun kein Problem mehr darstellen. Zumindest hoffe ich das. Funkensprung-Attacke. Und das reicht natürlich aus, denn das Ganze ist doppelt effektiv. Denn... Pilipa ist ein Wasserflug-Pokémon, daher kein Problem. Gastrodon, was war denn das nochmal? Ich lasse ihn mal drin. Ah, das Pokémon, das kennen wir doch. Ah, verdammte Axt. Verdammte Axt. Das Ding ist ja ein Boden-Pokémon. Das ist ja eine bodenlose Frechheit. Beutel und dann setzen wir den guten alten Beleber ein. Haben wir noch einen Top-Beleber? Das wäre ja optimal, haben wir nicht mehr. Und zwar setzen wir das Ganze bei Shelterra ein, denn wir benötigen die Attacke Erdbeben. Sollte dann ganz cool sein, die Attacke. Wir werden gleich Luxtra gegen Shelterra austauschen. Das Ganze werden wir jetzt machen. Einmal Pokémon.
Und dann wählen wir Shelterra aus. Und ich will die ganze Zeit sagen, und zwar in den Angriffsmodus. Aber wir sind nicht bei Yu-Gi-Oh! Merke dir das, Wilke. Wir sind hier nicht bei Yu-Gi-Oh!, sondern bei Pokémon Perl. Und so lange geht das Let's Play ja gar nicht mehr. Wir sind ja schon fast am Ende. Ich bin so am Ende. Ja. Mittlerweile schon über 80 Folgen. Ich meine schon. Doch, das hier müsste, glaube ich, 82 oder 83. Irgendwie so. In dem Bereich. Regen. Regen, Regen, Regen. Hier kommt Erdbeben. Ich bin mal gespannt, welches Pokémon gleich kommt. Das reicht aus, um Gastrodon zu besiegen. Aber was kommt nun? Auch Luxra erhält natürlich Punkte, war ja am Kampf beteiligt. Ah, jetzt wäre Semmo gut. Aber Semmo ist vorerst nicht mehr da. Das muss man bedenken. Ich hoffe mal, dass wir auch mit Erdbeben recht weit kommen. Ich glaube, Konfusion war sehr, sehr effektiv gegen Marshock. Aber Semmo wurde ja besiegt. Und dann müssten wir wieder Beleber einsetzen. Aber Erdbeben sieht auch sehr gut aus. Überwurf. Ah! Das hat uns aus der Bahn geworfen. Nicht schlecht, Herr Specht. Hier kommt Raumcoaster. Und ich denke, eine Feuerattacke ist gar nicht mal so schlecht. Wir setzen Glut ein. Und dann sollte gleich Galoppa Level 41 erreichen. Sehr gut. Wann erlernt Raumcoaster Flammenwurf? Das würde ich mal gerne wissen. Das wäre ziemlich cool. Die Attacke würde super gut passen. Brauchen wir auch die Attacke? Auf jeden Fall. Mal gucken. Hier geht es auch weiter. Nutzen wir doch die Möglichkeit. Wir setzen Surfer ein. Und schwimmen erstmal ein bisschen mit Boyelin. Was gibt es hier? Da ist wieder eine Trainerin. Oh, ich bin so doof. Ich bin doof. Ich bin so doof. Aber, das wisst ihr ja schon. Ah, Mensch, hier muss man lang gehen, um weiterzukommen. Und dort oben liegt noch ein Item und das wollen wir gerne mitnehmen. Auf jeden Fall. Meine Perle. Haben wir gefunden. Und somit geht es weiter Richtung Siegesstraße. Ein Trainerkampf werden wir noch machen. Dann werde ich die Folge beenden. Und dann hoffe ich mal, dass wir in der nächsten Folge tatsächlich die Siegesstraße erreichen. Aber das ist ziemlich möglich. Oh! Das ist möglich, dass wir die Siegesstraße erreichen. Aber da ist ein Tentoxa und greift ein Raumcoaster an. Das geht ja mal gar nicht klar. So. Jetzt ist Luxra da. Jetzt werden wir auch herausfinden, ob Tentoxa ein Boden-Pokémon ist. Aber ich... Nein, das kann gar nicht sein. Funkensprung sollte durchgehen und dann wissen wir, dass Tentoxa kein Boden-Pokémon ist. Ja, das ist doch eine bodenlose Frechheit hier. Einfach Luxra zu besiegen. Jetzt müssen wir Raumcoaster einsetzen. Und ich werde einfach mal so flüchten. Und ich hoffe mal, dass es auch gut geht. Sonst haben wir ein ganz, ganz großes Problem. Bitte. Ja. Gut. Ich muss unbedingt meine Pokémon heilen. Gibt es hier irgendwie ein Pokémon-Center?
Komm, dann setzen wir einfach mal Beleber ein. So, wo ist denn das gute Item? Hier nicht, aber müsste ja irgendwie hier sein. Da, Beleber. Einmal bei Shelterra. Bei Luxtra. Und dann würde ich noch sagen, bei Xbat. Und dann sollte das auf jeden Fall reichen. Ja. Für den nächsten Trainerkampf sollte das auf jeden Fall reichen. Da kommen bestimmt noch einige Trainerkämpfe. Der Typ, nach dem ich suche, muss auch im offenen Meer gut aussehen. Das ist aber ziemlich oberflächlich von dir. Gilda? Sie heißt Gilda. Ich kenne wohl Guido. Ist Gilda die weibliche Form von Guido? Gute Frage, nächste Frage. Aber könnte doch sein. Man weiß es nicht. I don't know. I don't know. I don't know. Ich kann nicht singen. Und das habe ich schon oft bewiesen, dass ich nicht singen kann. Das können ganz viele Leute unterschreiben. Und es hat geklappt. Enteron wurde mit einem Schlag besiegt. Und Shelterra erreicht schon Level 45 und das ist ziemlich heftig. Eine Attacke wird natürlich vergessen für Knirscher. Und zwar Biss werden wir wohl verlernen lassen. Denn Biss zieht nur 60 ab. Und Knirscher 80. Somit ist Knirscher die bessere Attacke. Gilda wurde besiegt. Somit geht es hier weiter. Dort müssen wir nicht stehen bleiben. Der Schutz wirkt nicht mehr. Das ist eine Katastrophe. Somit werden wir Schutz wieder einsetzen. Da ist Top-Schutz. Dann mal schauen, was sich hier so befindet. Und es geht gleich weiter. Diesen Kampf müssen wir noch nicht machen. Den werden wir dann in der nächsten Folge bestreiten. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Und bis dann. Erstmal ciao.